Apotheke, Bepotheke, C-Potheke, D-Potheke. Hi, ich bin Mareike. Meine Stimme kennt ihr aus den Nachrichten und das war ein kleiner Vorgeschmack aus dem Sprechtraining. Ja, was machen wir eigentlich so beim Sprechtraining? Sprechtraining ist erstmal super individuell. Jeder von uns hat natürlich seine eigenen Baustellen, an denen er arbeiten muss. Aber gerade am Anfang entscheidet man sich natürlich erstmal, spreche ich lieber Nachrichten oder doch lieber Moderation. Wir lernen auch, wie wir unterschiedliche Anmutungen in unsere Stimme bringen. Zum Beispiel für die Nachrichten ist ja eine gewisse Seriosität wichtig. Aber wir lernen eben auch, wie wir Texte freisprechen, obwohl wir sie ablesen. Aber auch ihr sollt davon was haben, denn ich glaube, dass man das ein oder andere schon auf eine Präsentation übertragen kann. Dafür ist es natürlich erstmal wichtig, dass ihr einen sicheren Stand habt, um frei zu sprechen. Also meist schulterbreit hinstellen und nicht auf einem Bein herumwackeln. Und so könnt ihr viel, viel freier sprechen. Nicht zu unterschätzen, den Text, den man vortragen möchte, vorher zu üben. So umgeht man Stolperfallen, das machen wir hier auch. Und ich habe da so ein besonderes Hasswort, und zwar konfrontiert. Denn ich sage sehr, sehr gerne mal konfrontiert. Und dann suche ich mir einfach schnell ein Synonym dafür und vermeide dieses Wort und umgehe sozusagen einen möglichen Verhaspler on air. Und ein kleiner Tipp, der auch schon am Telefon super funktioniert: Wenn ihr beim Sprechen lächelt, dann hebt sich eure Stimme und das wird der Gegenüber auch ganz, ganz gewiss merken. Ja, aber auch manchmal hilft das beste Sprechtraining nichts. Mir ist es schon mehrfach passiert, dass ich mich on air verhaspelt habe. Und da hilft in der Regel einfach nur sammeln, durchatmen und nochmal ansetzen. Ja, ich hoffe, euch hat der kleine Einblick gefallen ins Sprechtraining, was wir da so machen. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an studio@antenne.com. Und bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund und wir hören uns.